Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Beim letzten Mal sind wir hier auf Route 102 angekommen. Fragezeichen, Ausrufezeichen, random Satzzeichen einfügen. Und... Oh! Hi, Zickzacks. Darf ich deinen Schwanz packen? Ja! Hab dich! Na. Ist jetzt quasi nichts Besonderes, wir haben quasi an Zickzacks aufgespürt. Das wollte uns Malky ja beim letzten Mal zeigen, aber... Naja... Was soll ich euch sagen? Es scheiterte. Kläglich. Wir haben wohl irgendwie kurz bevor wir den Schwanz gepackt haben, selber irgendwie die Geschwindigkeit von uns angehoben und sind deswegen an Zickzack so krass vorbeigerannt, dass es sich verschreckt hat und dass es vor Schreck weggelaufen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich muss sagen, diese Funktion von den ganzen Pokémon, oder nicht von allen, aber von den meisten Pokémon, dass sie quasi aus dem hohen Gras rausragen und man sie erwischen kann. Das ist cool. Das ist cool. Ich überlege gerade, ob es das vorher schon mal in dieser Form gab. In irgendeiner ähnlichen Form. Bestimmt. Also, dass das Gras gewackelt hat, ich glaube, daran kann ich mich erinnern. Aber ansonsten, so krass war es, glaube ich, noch nie. So zum Abschluss nochmal einen Absorber reinknallen lassen. Weil ich glaube, sonst wäre der Pfund ziemlich schwach geworden, weil... Ja, unser Angriff wurde die ganze Zeit gesenkt, gesenkt, gesenkt und... Naja, das ist nicht ganz schön. Das ist überhaupt nicht schön, sowas. Nee, gönne ich keinem. Unser erster Pokémon-Trainerkampf nach Malky. Wer Pokémon dabei hat, gilt offiziell als Trainer. Deshalb musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ich fordere dich nämlich heraus. Und vorher willst du wissen, dass ich ein Pokémon habe? Ich habe genauer gesagt zwei. Aber trotzdem, ich check manchmal gar nicht, wie der erste Trainer rausfinden kann, dass man ein Pokémon hat. Man hätte auch sagen können, nö, was, ich habe ein Pokémon? Du laberst, wo willst du das wissen? Ich habe keine Pokémon. Und dann wäre nämlich der erste Trainer in der Lage zu sagen, oh, sorry, gehen Sie bitte weiter. Es tut mir leid, dass ich Ihre wertvolle Zeit vergeudet habe. Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen. Das hoffe ich auch, ja? Ansonsten, BAM! Bekommst du nämlich von Zickzacks eine spendiert, und zwar mitten ins Gesicht. Ich meine, ey, hallo, was sind das für Stalker hier? Hallo, immer diese Stalkerei. So, jetzt kommt ein wichtiges Ding, nämlich geben die Trainer-Pokémon mehr Erfahrungspunkte als Wilde. Und wir erreichen deswegen Level 9. Oh, Spezialangriff auf plus 2, schön, schön. Und Ruckzuck gibt gelernt, na toll. Gibt uns quasi dann eine sehr, sehr knackige Ersttrefferquote. Ja, ich hab verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Und du hättest wildfremde Menschen nicht einfach so ansprechen sollen. Ist das klar, Fräulein? Ob das klar ist, Fräulein? Und wir können uns ja noch ganz anders unterhalten, wenn du willst. Scheiße, da war ich zu schnell. Ich glaube aber, es war sowieso nicht wichtig, was das für ein Pokémon war. Ich glaube nicht. Ah, verdammt. Vorbeischleichen können wir an ihn nicht. Hoppla, unsere Blicke haben sich getroffen. Das heißt, dass ich mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich antreten werde. Kannst du gerne machen, da habe ich nichts gegen. Überhaupt nicht. Da wünsche ich dir viel Spaß bei. Und der hat einen Waumpel. Gut. Hätten wir jetzt einen Flamly, wir wären so krass im Typvorteil. Also hätten wir Flamly genommen, wir würden hier einfach alles weggluten. Aber ich habe mich ja extra für Gekabor entschieden, weil Kindheits-Pokémon und so. Und es ist mir egal, dass Gekabor vielleicht die schwächste Mega-Entwicklung hat mit Mega-Gewaldro. Aber das ist mir egal. Es geht mir darum, ich will einfach nur ein Team aufstellen, von dem ich gar nicht so genau weiß, was für ein Team ich denn aufstellen möchte. Ne? Ich weiß noch gar nicht so genau. Muss ich mal schauen. Also ein Pokémon können wir eventuell schon hier bekommen. Ich glaube, das ist sogar das Pokémon, oder? Du siehst wieder danach aus. Deine Silhouette, die sieht sehr danach aus. Hau raus. Bist du's? Bist du's nicht? Nein, du bist es nicht. Hey, dabei sahst du voll danach aus. Wegen deinem Kopf. Naja, man muss auch sagen, nicht ohne Grund hat Geweiher einen Wasserkopf. Und einen fetten Kanisterkopf, aber das ist okay. Das passt schon. Was hat er gemacht? Stachelfinale? Ich glaube, die Attacke kenne ich gar nicht. Fakt ist, sie ist sehr effektiv. Ja, Stachelfinale. Nee, die muss wohl neu sein. Die kenne ich gar nicht. Entweder kam sie in der fünften Generation vor und ich kenne sie dort, ich habe sie dort auch nie kennengelernt, diese Attacke, oder sie gibt es echt erst seit hier. Was ich glaube.
Die Attacke hat mir nämlich nichts gesagt. So, ich sollte vielleicht mal einen Trank einwerfen, aber ich denke, es passt noch so in etwa. Schaut mal, der Trainer guckt sich sogar um. Oder? Ich fange mir jede Menge Pokémon, jawohl. Ach so? Und du auch, ja? Ich bin einfach zu klein. Ich versinke regelrecht im hohen Gras. Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase und... Ha! Okay. Dankeschön, dass du mir ins Gesicht genießt hast. Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir beide ja Anfänger. Genau genommen bin ich schon seit 15 Jahren Trainer. Ich bin wie Ash. So kann man mich vergleichen. Ich bin wie Ash. Ich bin seit 15 Jahren 10 Jahre alt. Bitch. So, da würde ich sagen, machen wir mal Absorber, weil unser Spezialangriff ist gerade sowieso richtig krass und das passt schon. Ein bisschen KP können wir immer gut gebrauchen, ne? Ja, wir kriegen sogar nach Ende der Runde 2 KP plus, das ist okay. Ne? Das ist wunderbar. 4 KP haben wir gut gemacht, 2 haben wir verloren. Ist ein Plus von 2. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt sollten wir eventuell gucken, dass wir Pfiffchen gar nicht erst zum Angriff kommen lassen und machen erstmal den Ruckzuckhieb rein. Denn wie gesagt, das hat eine Ersttrefferquote. Und man kann zuerst angreifen, garantiert. Hat aber auch nur eine Stärke von 40. Muss man ganz klar so sagen. Und Level 10 schon, krasser Scheiß. Wow. Ist aber auch wichtig, muss ich sagen. So, Schwalbini. Ja, da sind wir jetzt extrem im Typ-Nachteil. Denn Schwalbini ist vom Typ Flug und ich hoffe, dass das Vieh keinen Schnabel drauf hat. Weil wenn das so ist, dann ist ja alles gut. Puh. War ja auch erst Level 2, also noch relativ frisch am Anfang, ne? Ich hab dich ja eigentlich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Tja, du hast gedacht, du hast wohl deine Pokémon gerade erst frisch gefangen und gar nicht erst trainiert, ne? Kenne ich. So war ich nämlich auch mal, als Kind. Das ist jetzt 15 Jahre her. So, das, meine lieben Freunde und Kinder, sind Beeren. Wenn man möchte, kann man sie rausholen, man kann sie aber auch pflanzen, wenn man möchte. Und jede Beere hat quasi einen anderen Effekt. Das heißt, wir haben 2 Sindelbeeren aufgehoben, 2 Pirsifbeeren und diese Beeren haben quasi statusheilende Effekte sowie KP-heilende Effekte. Was relativ cool ist. Ah, eine Göre, nicht wahr? Mein Ziel, immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Und du wirst mir dabei helfen. Oh, warum das denn? Warum muss ich zu deinem Bimbo werden? Hab ich sowas verdient? Nein! Und dann nur ein Zickzack. Ich schätze mal Level 5 oder Level 6. Ja, Level 5. Das war relativ gut geschätzt. Ja. Ich werde auch gleich mal schauen, wie man das hier mit den APs sehen kann und mit den Typen sehen kann bei den Attacken. Weil mir wurde in die Kommentare geschrieben. Ah, sag an. Ah, schaut mal an. Mit der Tastenkombination L und A kann man quasi den Typ sehen, die AP sehen, die Stärke sehen und die Kategorie sehen. Das ist total cool. Da muss man nicht jedes Mal hier in das Pokémon-Menü gehen und jedes Pokémon auswählen. Das ist relativ cool gemacht. Das ist chillig. So, Absorber rein. Vielleicht hilft es ja schon. Noch nicht ganz. Leider nein. Aber das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist alles im grünen Bereich. Wie Gekarbors KP-Leiste, ihr wisst Bescheid, ne? Okay. Das war ein cooler Kampf. Und wobei sollten wir dir jetzt helfen oder so? Sieht so aus, als hätte ich eher deine Karriere angekurbelt. Das kannst du wohl sagen. Ich bedanke mich für die 80 Poké-Dollar und für die 60 Erfahrungspunkte. Ja. Da guckst du was. Oh, schaut mal, meine lieben Freunde, kann ich jetzt an Pokéball. Und zwar einen Trank haben wir gefunden. Es ist nämlich in diesem Spiel so, und auch quasi in jedem anderen Pokémon-Spiel, dass quasi Pokébälle als Items auf der Welt sein können. Die Items können aber auch genauso gut, ja, unsichtbar sein. Hey! Wie läuft's, Random Kai? Schleichst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an und benutzt fleißig den Pokédex-Navi? Ja, klar, sicher doch. Ich habe nichts anderes gemacht in den letzten 5 Minuten.
Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Huch? Was ist denn los? Hallo? Oh, hey, schau mal da, Random Kai. Oh, ganz viele Papinella. Hi. Da fliegen sie weg. Wie heißen diese Pokémon noch gleich? Papinella, oder? Am besten schaue ich nachher mal in mein Pokédex-Navi, nur um sicher zu gehen. Das ist auch schon das Ende von Route 102. Das ging schneller als gedacht. Wenn man Spaß hat, vergeht die Zeit eben wie im Flug. Da, sieh nur, bis nach Blütenburg City ist es nur noch ein Mauzi-Sprung. Random Kai, dein Vater, Norman, ist doch der Arenaleiter, oder? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern, aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Mach's gut, Random Kai, bis bald! Tschüss! Ich würde sagen, wir gehen doch erstmal ins Pokécenter und erkunden die Stadt, bevor wir zu unserem Fuddern gehen. Denn die Stadt ist einigermaßen größer als Rosalstadt, kann man sagen. Ist jetzt auch keine Großstadt oder so, aber sie ist schon im Vergleich und in Relation zu Rosalstadt eine größere City. Ja. Es gibt verschiedene Pokémon-Typen. Jeder von ihnen ist schwach gegen einen oder mehrere andere Typen. Je nach Typ des Pokémon kann ein Kampf leicht oder schwer sein. Dein Gengar gehört zum Beispiel dem Typ Pflanze an. Das bedeutet, dass es im Kampf gegen Wasser- und Boden-Pokémon besonders stark ist. Feuerattacken hingegen fügen ihm großen Schaden zu. Woher weißt du, dass ich ein Gengar hatte? Naja, Schwester Joy hat doch eben das Pokémon rausgeholt. Ja, ja, dann ist ja gut. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Hallo Trainer, du hast ein tolles Lächeln, dass ich dir einen Tipp mit auf den Weg geben will. Wenn du Zugriff auf das Spielnavi im Pokémultinavi hast, lohnt es sich, ein eigenes Profil einzurichten. Ist doch viel zu kompliziert, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Als ich mein Pokémon mit einer Sinelbeere gefüttert habe, wurden plötzlich seine KP wieder aufgefüllt. Das ist doch schön für dich. Das computerbasierte Pokémon-Lagerungssystem. Wer auch immer es entwickelt hat, muss ein wahrer Technikexperte sein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da ist der Markt, da können wir uns Pokébälle und so einen Scheiß kaufen, machen wir aber noch nicht. Nehmen wir an, du hattest 6 Pokémon im Team. Wenn du jetzt ein weiteres fängst, wird's automatisch in das Pokémon-Lagerungssystem gesendet. Ah. Oh, verdammt. Nicht schlecht. Ja, das war ein guter Kampf. Danke. Du kannst mich jedes Mal und jederzeit ein weiteres Mal zum Kampf herausfordern. Ich freue mich schon sehr darauf, dich und dein Team wiederzusehen, wenn ihr stärker geworden seid. Vielen Dank. Ab jetzt lege ich jeden Tag eine extra Stunde Training ein. Bis zu unserem nächsten Kampf. Gozaimasu. Arenaleiter Norman, ich habe viel von Ihnen gelernt. Vielen Dank für alles. Okay, ich glaube, der hat echt auf den Latz bekommen. Hä? Na, wenn das mal nicht Random Kai ist, dann ist mit dem Umzug alles glatt gegangen. Aber was stehen wir eigentlich hier draußen herum? Lass uns in der Arena in aller Ruhe miteinander reden. Mir nach, Random Kai. So nach dem Motto, du findest die Arena ja nicht alleine, ne? Sag mal, hast du es etwa alleine hierher geschafft? Wow, ich bin schwer beeindruckt. Krass. Hey, du hast ja schon ein Pokémon-Team. Na, dann ist die Sache ja klar. Du willst bestimmt in meine Fußstapfen als Trainer treten, habe ich recht? Dann bin ich ja schon mal gespannt. Entschuldigung, ich hätte gerne ein Pokémon. Du bist doch dieser Heiko, nicht wahr? Ja, genau. Ich ziehe ab heute für eine Weile zu meinen Verwandten nach Wiesenflur und hätte gern ein Pokémon als Begleiter. Sie wissen schon, damit ich mich dort nicht so einsam fühle. Aber ich habe leider noch nie ein Pokémon gefangen. Ich weiß noch nicht einmal, wie das überhaupt geht. Ah, verstehe. Hast du das gehört, Random Kai? Hilf Heiko doch bitte dabei, ein Pokémon zu fangen. Hier, Heiko. Ich leih dir eins von meinen Pokémon. Heiko hat ein Zickzack erhalten. Oh, wow, ein Pokémon. Und diese Pokébälle bekommst du noch gleich dazu. Gib dein Bestes. Heiko hat einige Pokébälle erhalten. Wahnsinn. Dankeschön. Du heißt Random Kai, nicht wahr? Es würde mich sehr freuen, wenn du mir bei meinem ersten Fang etwas über die Schulter schauen würdest. Aber fühl dich auch bitte nicht dazu gezwungen.
Ich gehe schon mal voraus. Wir helfen dir doch gerne, mein Freund. Random Kai, Pokémon verstecken sich im hohen Gras wie diesem hier. Stimmt's? Hast du richtig erkannt. Bitte bleib kurz hier und sag mir, ob ich beim Fang auch alles richtig mache. Wow! Oh mein Gott, ich glaube, er hat sein erstes Pokémon gelüftet und gesichtet. Und es ist ein Trassler! Heiko schickt völlig ängstlich seinen Zickzacks in den Kampf, das gar nicht ihm gehört. Von jetzt an macht er alles alleine, wir müssen quasi nur das Geschehen beobachten und können uns quasi sehr, sehr chillig zurücklehnen. Normalerweise war es so, dass er auch immer seinen, ja, Senf dazugegeben hat. Nach dem Motto so, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt ein Pokémon, das Pokémon zurückziehen und einen Pokéball werfen? Und ich glaube, das wird auch gleich sagen. Aber er stellt sich für den ersten Kampf gar nicht so schlecht an. Man soll Pokémon schwächen, bevor man einen Pokéball wirft. Das habe ich in einem Buch gelesen. Das hast du richtig erkannt. 15 Pokébälle, ey. So nach dem Motto, ja, der Norman, Alter, weißt du, so richtiger. Der hält die ganzen Pokémon-Trainer für dumm, kann das sein? So, ja, weißt du, 5 Stück sind viel zu wenig. Hier, nimm 15. Du bist ja sowieso voll der Lauchkopf. Klasse, Trassler wurde gefangen. Super, direkt im ersten Anlauf. Ist doch toll. Ich hab's geschafft. Es gehört mir. Mein eigenes Pokémon. Dankeschön, Random Kai. Lass uns zurück zur Arena gehen. Tun wir das. Und? Hat alles geklappt? Ja, wunderbar. Ich gebe Ihnen Ihr Pokémon zurück. Random Kai, vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich dieses Trassler nie gefangen. Ich werde mich gut darum kümmern. Ehrenwort. Ach ja, ich möchte mich doch irgendwie erkenntlich zeigen. Random Kai, darf ich mal kurz deinen Pokémultinav haben? Und fertig. Heiko hat deinen Pokémon Multinavi erweitert. Die Funktion Spielnavi wurde hinzugefügt. Oh. Mit dem Spielnavi kannst du deine Pokémon kraulen und besonderen Trainingslektionen unterziehen. Über das PSS kannst du außerdem mit Freunden Pokémon-Kämpfe austragen und noch viel mehr. So stand das zumindest in einem Buch. Ich habe mich schon mal darauf gefreut, endlich Zeit mit Pokémon verbringen zu können, dass ich mich über die Funktion des Pokémultinavs schlau gemacht habe. Trassler und ich werden immer unser Bestes geben. Ich hoffe, das gilt auch für dich, Random Kai. Wie spät ist es eigentlich? Meine Mama wartet bestimmt schon auf mich. Ich muss nach Hause. Bis bald, Arena-Leiter Norman und Random Kai. Ich bin schon gespannt auf seinen Werdegang. Aber jetzt zu uns, Sohnemann. Random Kai. Wenn du ein guter Trainer werden willst, höre auf meinen Rat. Nicht weit von dir befindet sich eine Stadt namens Meteoros City. Du solltest dich als nächstes dorthin begeben und die Arenaleiterin Felicia herausfordern. Danach besuchst du die anderen Pokémon-Arenen und versuchst, die jeweiligen Arenaleiter zu besiegen. Für jeden besiegten Arenaleiter erhältst du einen Orden. Ich bin natürlich auch ein Arenaleiter. Eines Tages werden wir also gegeneinander kämpfen. Aber vorher musst du noch um einiges stärker werden, Random Kai. Und das wird bald der Fall sein, ich sag's dir. Und dann wirst du sowas von auf den Latz kriegen, dass du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. Du weißt Bescheid. So. Na ihr, ich breche mal kurz ein, ne, und klaue euch alle Sachen. Norman ist unser neuer Arenaleiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hergezogen. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Danke. Krass. Ich bin einmal gegen Norman angetreten. Wow, der war stark. Wie soll ich sagen? Ich hatte den Eindruck, er lebt für seine Pokémon. Lass mich raten, du hast nicht einen Orden und denkst dir so, oh ja, das ist die erste Arena. Und dann hast du voll auf die Fresse bekommen und denkst dir, oh ja, meine erste Niederlage. Voll die Ehre für mich. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Abgesehen davon, dass du 3 Jahre alt bist und das genannt hast, kann ich dir sagen, Alter, du bist überbegabt. Ab in eine Begabtenschule mit dir. Ich möchte auch mit Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras zu schleichen, steile, zerklüftete Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Das habe ich mir tatsächlich auch als Kind gedacht. So, wie wäre es, wenn du quasi Pokémon im Real Life spielen würdest? Das wäre so cool. Reisen ist einfach wundervoll.
Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Ne, also besonders so. Ich war, glaube ich, 12 oder 11 oder 10 und habe Pokémon Saphir gespielt und dachte mir so zum ersten Mal, Alter, wie krass es wäre, wenn man hier quasi, ja, in der echten Welt spielen könnte. Mit Pokémon und so weiter und so fort. Das wäre so krass, ey. Boah, ich würde das so feiern. So, ihr seid wahrscheinlich die Eltern von Heiko, nicht wahr? Du bist Random Kai. Danke, dass du dich vorhin um Heiko gekümmert hast. Heiko war schon seit frühester Kindheit immer sehr gebrechlich. Deshalb soll er für eine Weile bei meiner Familie in Wiesenflur zur Kur gehen. Die Luft dort ist einfach um Welten besser als hier. Du möchtest bestimmt mit Heiko sprechen, oder? Er ist leider schon unterwegs nach Wiesenflur. Ich frage mich, wie weit er auf seiner Reise inzwischen gekommen ist. Bestimmt ist er gerade vor die Haustür. Weit kann er nicht gekommen sein. Heiko war überglücklich, als er uns erzählt hat, dass er ein Pokémon gefangen hat. Ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr so strahlen sehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der Junge strahlt wie Hiroshima oder wie Nagasaki oder keine Ahnung. So, wir wollen ihn mal nicht stalken, wobei... Kann man auch sagen, ich will in diesem Bett schlafen? Kann das sein? Nö. Man kann nicht in fremden Betten schlafen, macht aber irgendwie Sinn, weil... Wäre ja auch schon irgendwie ekelhaft, nicht wahr? Ein bisschen, ja. So, meine lieben Freunde und Kennigens, damit würde ich sagen, machen wir uns beim nächsten Mal auf zu Route 104. Aber bis dahin machen wir erstmal einen Tag Pause und holen uns am Anfang des nächsten Parts unser nächstes Teammitglied, weil das brauchen wir dringend. Und das finden wir hier. Was man dazu alles wissen muss und so weiter und so fort, finden wir auch im nächsten Part raus. Von daher gesehen, bleibt am Start. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.